Also müssen diese Leute Sie und mich für Idioten halten, für Dummlinge, die einfach das glauben, was sie uns sagen, weil die die Regierung sind. Leiden unsere regierenden Politiker wirklich unter einem Gotteskomplex? Henrik M. Broder im Gespräch mit Marc Friedrich lässt so richtig einen ab über unsere Regierung und nimmt natürlich vor allen Dingen seinen Liebling Frau Faeser wieder aufs Korn. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Politik in Fokus. Mein Name ist Philipp. Los geht's. Sie sind in Gottes Nähe gerückt. Ihr könnt euch doch bestimmt noch an den Spruch erinnern von Frau Faeser. Wer diesen Staat verhöhnt, wird es mit einem starken Staat zu tun kriegen. Darüber regt sich Henrik M. Broder sehr, sehr auf und schon seit sehr langer Zeit. Davon mal abgesehen, geht er auch auf die regierenden Politiker ein, ja, und unterstellt den Leuten ein Königs- bzw. Gotteskomplex. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das genauso seht. Er geht jedenfalls sehr, sehr hart mit unseren führenden Politikern ins Gericht, was ich auch absolut und hundertprozentig unterstütze. Außerdem haut er noch richtig einen raus gegen den Öffentlich-Rechtlichen. Er sagt wortwörtlich, dass er Schnappatmung bekommt, wenn er die Tagesschau schaut und in der Regel vorher abschaltet. Aber schaut es euch selber an. Wir sehen uns nach dem Video wieder. Bis gleich. Es ist fantastisch. Ja. Es ist wirklich fantastisch. Ich frage mich, wer regiert uns? Ja. Und zwar noch mehr, wer regiert uns und wer berichtet darüber, wie wir regiert werden? Ja, es sind offenbar alles gescheiterte Existenzen. Es sind Leute, die nicht so wie Sie und ich einen anstrengenden Beruf ausüben, den Sie vermutlich nicht gelernt haben. Doch, Sie haben den Beruf gelernt. Ich nicht. Ich tue nur so als ob. Aber es ist absolut hinreißend. Jede Tagesschau, jede Ausgabe der Tagesthemen ist entweder Propaganda oder Wishful Thinking. Ja. Und das kann man an jeder Ausgabe an konkreten Beispielen beweisen. Nein, ich traue denen auch nicht mehr. Bei mir ist es oft so, ich bin ja ein altersmäßig sensibler Mensch, muss auch so haushalten mit Kraft, Atem und allem Möglichen. Und deswegen steige ich bei der Tagesschau meistens aus, bevor sie endet. Wenn ich zu Ende sehe, kriege ich Atemnot, völlig im Ernst. Oh. Ja, ich hatte als Kind Asthma, habe ich lange nicht mehr. Aber bei besonderen Belastungen, und die Tagesschau gehört dazu, kommt dieses Kindsleiden wieder. Also ich kann mir das nicht antun. Und zu den Prominenten wollte ich noch was sagen. Das ist leider eine vollkommen richtige Beobachtung und sie gilt auch in Deutschland. Und vermutlich sind die Demokraten, wie bei uns die Sozialdemokraten, die Demokraten in den USA, der Meinung, dass Stars ein Wort zu sagen haben. Oder wie die Amerikaner gerne sagen, it makes a difference. Ja. Oder unser Freund Habeck hat das noch ins Deutsche übersetzt und sagte, eine Änderung markieren, glaube ich. Nein, einen Unterschied markieren. To make a difference hat er übersetzt mit eine Veränderung markieren. Nein, das ist es nicht. Aber bei uns ist es genau dasselbe. Bei uns verpflichtet die SPD immer noch die Toten Hosen und die Prinzen, die SPD bei den Wahlkampfumzügen zu begleiten. Es ist völlig irrelevant. Es ist völlig irrelevant. Ja. Die könnten auch das Kölner Dreigestirn nehmen, das gerade den Karneval eröffnet hat. Es würde auch nichts nutzen. Die Zeiten, wo sich Günter Grass vor einem Pult aufbauen konnte und mit drohender Gebärde ins Publikum schrie, ich rate euch, SPD zu wählen, das ist vorbei. Das gäbe heute ein Lacher. Das gäbe heute ein Lacher. Jeder würde sagen, schau mal, Dieter Nuhr macht Günter Grass nach oder so etwas. Das zählt nicht mehr. Wir haben sozusagen die Politik entprominisiert. Ja. Was irgendwelche Promis sagen, ist völlig irrelevant. Die Leute sind viel vernünftiger, als wir glauben. Sie gucken auf den Zettel, den sie an der Aldi-Kasse bekommen und sie gucken auf die Heizkostenabrechnung und sie wissen, was hier läuft. Sie brauchen nicht die toten Hosen, um sich eine politische Meinung zu bilden. Das, finde ich, ist ein riesiger Schritt vorwärts. Naja, es war von Anfang an, würden Gebildete alle Stände sagen, es war eine Mesalliance. Die irgendwie mit der Aussicht auf lustige Stunden auf dem Golfplatz zusammengehalten wurde. Und was ich nur so irre finde, wenn ich einen dieser Leute im Fernsehen sehe und er sagt, es läuft alles prima, weiß ich, er lügt. Aber interessant ist, dass die Teilnehmer der Ampel, die Shareholder der Ampel, noch zu einer Zeit behaupteten, es laufe alles prima, wo überhaupt nicht mehr lief. Ja. Also müssen diese Leute Sie und mich für Idioten halten, für Dummlinge,
die einfach das glauben, was sie uns sagen, weil die die Regierung sind. Und ich glaube, ich habe das an der Stelle schon mal gesagt, aber ich wiederhole mich gerne, weil es elementar ist. Die Leute verwechseln sich permanent. Sie sind in ihrem eigenen Verständnis nicht die Regierung, also Staatsdiener, sie sind der Staat. Ja. Und sie verstehen nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Wesen Staat als einer abstrakten Konfiguration und der Regierung als einem konkreten Organ. Ja. Und sie sind in Gottes Nähe gerückt. Es gibt, das habe ich auch erst später erfahren, es gibt, Sie wissen das viel besser als ich, es gibt einen Paragraphen, ich glaube 188 im Strafgesetzbuch, der die Beleidigung von Politikern härter bestraft als die Beleidigung von normalen Menschen. Wenn ich jetzt zu Ihnen sage, Signaltüte, ich würde nicht Schwachkopf sagen, so ein Wort kommt mir nicht über die Lippen, aber Marc Friedrich Signaltüte, dann werden Sie einfach mit den Schultern zucken, nicht? Habeck würde zu Gericht rennen. Und das ist nicht, weil die Leute so sensibel sind. Nein, weil sie sich eben für Gottesbeauftragte halten. Völlig im Ernst. Früher war ein Regierungschef von Gott gesandt. Von Gottes Gnaden waren die Kaiser und die Könige. Und das hat sich hier auf irgendeine Weise wieder in die demokratischen Prozesse eingeschlichen. Und deswegen finde ich den Zusammenbruch der Ampel ganz prima. Der Zusammenbruch einer Regierung ist keine Tragödie, es ist keine Katastrophe, es ist kein Unglück, es ist kein Unwetter, keine Überschwemmung, kein Erdbeben. Es ist normale demokratische Routine. It happens. Das ist so wie mein Friseur. Wenn ich mit dessen Leistung nicht zufrieden bin, gehe ich das nächste Mal zu einem anderen. Es ist ein begrenztes Risiko. In 4 Wochen wächst alles nach. Meine Autoreparaturwerkstätte, das sind unsere Angestellten. Wir bezahlen die. Wir haben sie angeheuert und wir können sie wieder feuern. Und das machen wir auch. Aber das zu vermitteln, ist sehr schwierig. Und das macht mir wirklich Sorge, dass diese Leute autoritäre Attitüden annehmen, die sie in ihrer frühen Jugend zu Recht bekämpft haben. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die den Ton setzen. Nicht? Meine Lieblingspolitikerin Frau Faeser mit diesem einen Satz, den wiederhole ich auch bei jeder Gelegenheit, wer den Staat verhöhnt, muss mit der starken Hand des Staates rechnen. Den Staat zu verhöhnen ist mein Grundrecht. Übrigens auch vom Bundesverfassungsgericht so anerkannt. Ja. Ich muss mich dafür nicht rechtfertigen und gar keine Entschuldigung dafür liefern. Aber für Frau Faeser ist das eine Art von Ordnungswidrigkeit, weil sie ist der Staat. Der Satz, wer den Staat verhöhnt, kriegt es mit dem Staat zu tun, ist einfach eine Kampfansage an demokratische Grundregeln. Die Leute sind schamlos. Die Leute sind absolut schamlos. Wissen Sie, der Fraktionschef der Sozialdemokraten im Reichstag, irgendwann in den 30er, Anfang der 30er Jahre, hat in einer Debatte einen entscheidenden Satz ins Plenum gerufen. Der Satz war, das war Otto Wels, der Fraktionschef, und der Satz, den ins Publikum rief, hieß: Die SPD ist wehrlos, aber nicht ehrlos. Ja. Und heute gilt, glaube ich, nicht nur für die SPD das Gegenteil. Ja. Die Leute sind nicht wehrlos, aber sie sind ehrlos. Und sie genieren sich nicht. Was für ein Interview. Leute, wenn ihr das komplette Interview sehen möchtet, geht gerne bei Marc Friedrich auf dem YouTube-Kanal vorbei. Das geht circa eine Stunde, aber ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Auf ein Thema möchte ich definitiv noch eingehen, diesen Gotteskomplex. Ja, es ist wirklich absolut und hundertprozentig richtig. Alleine schon, wenn man sieht, wie eine Frau Strack-Zimmermann, jetzt ganz aktuell ein Robert Habeck oder eine Frau Annalena Baerbock, die Leute abmahnen, weil sie ihre Meinung sagen. Manchmal natürlich auch übers Ziel hinausgeschossen, gar keine Frage. Aber wir reden hier nun mal über 1600 Anzeigen, die der Robert Habeck in seiner Legislatur gemacht hat bis jetzt. Und daraus sieht man ganz eindeutig, dass der Herr Broder definitiv und hundertprozentig recht hat. Die Leute fühlen sich persönlich angegriffen und das, weil sie nicht als der Diener des Staates sehen oder als Angestellten der Bürger, sondern sie sehen sich selber als der Staat. Wie eine Frau Faeser als Beispiel gerade eben gut erwähnt. Ich kann es nur immer wieder wiederholen, wer diesen Staat verhöhnt, der muss es mit einem starken Staat zu tun kriegen. Das ist eine Aussage, die ist absolut und hundertprozentig undemokratisch, wie ihr das gerade eben vom Herrn Broder gehört habt. Es ist unser Recht, es ist sogar
unsere Pflicht, die Regierung zu kritisieren und in ihre Schranken zu weisen. Aber es ist heutzutage auch alles nicht mehr so leicht. Die Medien, die Öffentlich-Rechtlichen, spielen ja mit bei diesem Theaterstück und versuchen halt den Leuten, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, gefilterte Informationen zu geben. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, was der Herr Broder von sich gegeben hat. Ich, wie gesagt, kann das fast alles zu 100% unterschreiben. Ich finde, der Mann hat es absolut und 100%ig auf den Punkt gebracht. Wenn ihr noch ein, zwei interessante Interviews sehen möchtet, ich hatte vor kurzem ein Interview mit Peter Böhringer von der AfD und mit Martin Hess von der AfD. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, am 29.11. kommt auch das nächste Interview mit Norbert Kleinwächter, AfD. Und wenn ihr das nicht verpassen möchtet und ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Ich bin Philipp von Politik im Fokus. Bis dann. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.